Feuerwerkszauber von Berlin bis New York, von Paris bis Pyongyang. Mit großen Partys haben Menschen überall auf der Welt das Jahr 2020 begrüßt. Bei Deutschlands größter Silvesterparty in Berlin bestaunen Hunderttausende das Feuerwerk am Brandenburger Tor. In New York feierten Zehntausende ausgelassen auf dem Times Square. In Rio de Janeiro tanzten die Menschen am berühmten Copacabana-Strand ins neue Jahr. In Hongkong gab es auch zum Jahreswechsel gewalttätige Konfrontationen zwischen Demokratieaktivisten und der Polizei. In Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang feierten die Menschen bei einem Konzert und einem Eisfestival. In Paris hinderten die Streiks gegen die Reformpläne von Staatschef Emmanuel Macron zehntausende Menschen nicht daran, auf den Champs-Élysées zu feiern und das Feuerwerk am Triumphbogen zu bestaunen. In London verfolgten tausende Partygänger an der Themse das Feuerwerk. Die Glocken des Big Ben läuteten für die Briten ein Jahr ein, in dem sie wohl die EU verlassen werden, aber auch ein Jahr, in dem London Co-Gastgeber der Fußball-EM ist. Als eine der ersten Millionenmetropolen begrüßte Sydney das neue Jahr, trotz der verheerenden Buschbrände, mit einem gigantischen Feuerwerk am Hafen. Auch in Moskau oder Athen, in Bangkok oder Dubai begrüßten die Menschen das neue Jahrzehnt.